Jolo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LOL. Ich bin nach der letzten Rage-Folge, da war ich aber auch übelst mad, also solche Spastis im Team und dann kriegst du noch von so richtig schlechten Leuten aufs Maul. Unter anderem wegen deinem Team, aber ja, ich meine, ich habe meine Lane nicht gewonnen, von daher kann ich eigentlich nicht flamen, aber wie gesagt, ich war einfach mad. Und wenn man mad ist oder salty ist, macht die Camps. Oh Gott, die macht Camps. Diese Ho. Und ich fail noch meine Lastets. Ja, wie gesagt, wenn man seinen Lane nicht gewinnt, kann man eigentlich nicht flamen. Aber ich bin jetzt trotzdem Gold 2. Ich habe einfach noch eine Promo gespielt. Also ich habe eh nur einen Win gebraucht, dann war ich wieder in der Promo. Ich hätte halt einfach mit zwei Lastets verkackt, obwohl ich keinen Gegner habe. Das ist... Er fängt nicht gut an. Oh ja, die hat ein Camp gemacht. Oh boy. Oh boy. Dammit, aber dafür geht es schön farmen in den Tower. Das war das, was ich jetzt... Darauf habe ich abgezählt mit den Pushen hier. Scheiß Riven, ey. Ist ein elendiger Drecks-Champion. Naja, jedenfalls, wie gesagt, ich habe die Promo geschafft. Bin jetzt Gold 2 mit 0 Punkten. Also ich sollte jetzt mindestens 3 Spiele verlieren dürfen, ohne abzusteigen. Also spätestens beim dritten werde ich dann absteigen. Also wenn ich jetzt 2 verlieren würde, wäre es jetzt, denke ich mal, nicht schlimm. Weil ich war noch nie Gold 2, somit bin ich gerade auf einem Top. Somit bin ich gerade auf dem Höchststand meiner, ja, LoL-Karriere. Also ich meine, meine MMR müsste gerade auf dem höchsten Punkt seit ever sein. Fehlt halt ein Minion, dass ich meinen Stun bekomme. Ne? Und ich habe keine Chance gegen diesen Drecks-Champ. Ich wusste es, ey. Aber ich muss halt top gehen, weil ich Last Pick bin. Es fuckt so ab. Ich kann nichts machen gegen diesen Champion. Wollte erst Trundle picken und dann habe ich mir gedacht, ein Trundle habe ich schon 100 Mal gegen Riven verloren. Wollte es mal mit Renekton probieren, weil der hat wenigstens keinen Mana. Der hat diese Standardprobleme einfach nicht. Kann sich mit seiner Q heilen. Hat einen, ja, unverfehlbaren Stun. Also ja, eigentlich ein relativ sicherer Pick. Aber Riven ist halt einfach der allerletzte Abfuck-Champ für mich auf der Top-Lane. Shen hätte ich noch picken können, aber Shen hatte ich jetzt auch soft. Und ehrlich gesagt, gegen Riven weiß ich jetzt nicht. Also, oh lol, die kommt da gar nicht mehr wieder, fuck. Na, da ist... Hä? Food? Die hat gerade ein Level Up gemacht, während die nicht... Da, ach, die hat die Crab gemacht wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Naja. Ja, ja, damit dann läuft schon besser. Das war halt vorhin echt mega behindert, dass ich den noch nicht hatte. Klassische Ding, das mir noch genau ein Minion gefehlt hat. Naja, ich probiere einfach zu spielen und wie gesagt, wenn wir verlieren, ist es nicht so schlimm. Wäre halt nicht so nice, ne? Erstes Spiel Gold 2 erstmal verlieren. Das ist nicht das beste Feeling. Oh, nice. Nice. Ich werde übrigens Full Tank gehen, also ich weiß nicht, vielleicht kaufe ich Hydra. Bin mir noch nicht ganz sicher, also ja, ja, wahrscheinlich schon. Oder? Ja, oder schwarzes Beil, oder beides. Es wird beides als unerlässlich angesehen. Ich weiß nicht, warte, ich muss mal kurz überlegen. Wenn ich beides kaufe, kann ich mir nur 3 Tank-Items holen und Sunfire werde ich mir safe holen. Also wäre ich dann eigentlich ziemlich untanky. Ja, nee, ich hole mir nur Hydra. Weil Hydra ist Fulltank, ist ganz nice, weil du kannst dich halt... Lol, fetter Fail. So viel zum unfailbaren Stun. Weil du kannst dich halt als Tank halt unendlich heilen, wenn du in den Gegnern drin stehst. Und Renekton hat ja eh schon, wie gesagt, seinen, ja, Q-Heal, der nicht ohne ist. Gut, jetzt am Anfang vielleicht noch nicht, aber auf maximaler Stufe, dann ist der echt nicht schlecht. Und ja... Die ist Level 6. Wieso ist diese Hure Level 6, ey? Schon wieder. Einfach schon wieder. Nur weil die Level 6 ist. Wenn ich Level 6 gewesen wäre, hätte ich die jetzt gerade easy gekillt. Die hatte keinen Flash mehr. Ich hasse Riven so sehr, ohne Witz. Das ist... Ich komme nicht auf diesen Champion gleich. Kann ich gegen die spielen. Das ist wie bei LeBlanc. Bei LeBlanc jetzt zum Glück kein Schwein mehr zockt. Ja, das ist echt ultra schlimm, ey. Weiß ja nicht, ob es euch auch so geht. Das hat ja jeder nicht so ein Champion. Wo einfach Feierabend ist.
Oder einfach nicht gewinnen kannst, egal was du zockst. Also der Gegner ist richtig, richtig scheiße, aber ich meine, die wenigsten Leute spielen im Ranked einen Champion, den sie einfach überhaupt nicht beherrschen. Oder als sehr schwere Champions. Ich meine, Renekton ist so ziemlich einer der leichtesten Champs überhaupt. Also, was jetzt mich angeht, ich finde ihn jetzt nicht besonders. Ich habe schon wieder wegen einem Auto-Attack meinen Stun auf Minion gemacht. Was ist das? Nur weil sie mich so dämlich knockupt hat mit ihrer scheiß Kuh. Ist immer mega unfair. Was zum Geier machen die da unten? Es ist unglaublich, ey. Ich könnte so ausrasten ohne Scheiß. Das ist unglaublich. Verpiss dich, du dumme Hure. Ramos war doch gerade Botlane. Was will die denn von mir? Ich hasse solche Leute, die sich in die Lane einmischen, ey. Ich weiß, dass ich gefickt bin. Ihr braucht mir nicht noch pingen, dass ich gefickt bin. Farm hat die denn? Ja, wenigstens genauso viel wie ich. Dammit. Jetzt nur noch ein Heiltrank, aber ich glaube, ich TP gleich back, wenn ich mir irgendwas kaufen kann. Ist nur die Frage, was. Wahrscheinlich eine Kettenweste. Oder den Glutstein. Oh, ich glaube, der Glutstein ist fast eine bessere Idee. Ja, weil mit der Ulti in Verbindung ist das ziemlich crazy. Machst du denn nur noch Damage over time? Und alles AP-Damage. Also für eine Riven ganz gut, vor allem wenn du selbst eigentlich AD bist. Ja, weil mich das auch trifft, Alter. What the fuck, Mann? Das ist ein Melee-Nahkampf-Champion. Wieso ist die Ulti von da bis hier? Das ist doch unglaublich, Mann. Dieser Champion, der regt mich einfach nur auf. Das ist einfach so ein overpowerter Scheißdreck, ey. What the fuck, ey? Das ist halt, what the fuck ist das für eine Range, Mann? Das ist ein scheiß Nahkämpfer. Der darf so eine Range da überhaupt nicht haben. Vor allem nicht, wenn er schon dreimal seine Q aktivieren kann, um sowieso schon Gaps zu closen. Plus seine E auch noch, also. Kannst du auch gleich als Ranged eintragen in die Champion-Liste, ey. What the fuck? Das ist heute schon wieder real, Mann. Warum spiele ich auch immer Top-Lane, ey? Nur wenn ich immer Last Pick bin und diese Pisser picken lasse, was sie wollen, dann verkacken sie ihre Lanes. Immer das Gleiche. Und irgendwie spielt jetzt jeder Evelynn Jungle. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Irgendwie mal wieder totaler Bullshit. Ich finde, das ist Evelynn ist so ein schlechter Pick. Man sieht's, er steht schon wieder 0-1. Weil die heute Mittag, die war gar nicht mal so schlecht. Das lag einfach daran, dass unsere Botlane übelst hart gecarried hat. Die musste nicht gut sein. Also das heißt Mittag eigentlich, war das vor 3 Stunden. Also ja, auch abends. I'm going in, boys. Also ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gerade passiert ist, warum die plötzlich so viel Damage bekommen hat und so low war. Ich weiß es nicht. Das ist mir auch egal. Wie farm hat die? Weniger als ich. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Ja, ich habe mir zum Glück die Spitzhacke gekauft, weil sonst wäre das Farm unmöglich gewesen am Tower. Das ist echt eine gute Entscheidung. Jetzt hole ich mir den Glutstein. Kratzen im Hals. Muss nicht sein. Weg Hustenbombe. Oh, ein weiterer Tod auf unserer Seite. Den Glutstein und... Wait man a second. Ja, die sind full AD bis auf Victor, also. Ja, wobei, die haben ziemlich viel CC. Ja, ich hole mir den.
Naja, die haben Taunt von Ramos, Stun von Victor, Stun von Nautilus, Knockup von Nautilus, Knockup von Kalista Ulti, ja, Riven, Knockups plus Stun. Also ja, die haben schon ziemlich viel. CC, Knockups, was weiß ich hier noch alles. Da ist, ist es nicht verkehrt, die Boots zu kaufen, die das alles verringern. Also die Dauer davon. Der Glutstein macht es mir noch leichter zu farmen. Das ist ganz nice. Das ist übrigens, falls es ab und zu mal kurz laggt oder rocket oder so. Ihr seht es an den FPS, irgendwie sind die jetzt plötzlich auf 30 und 60. Die waren früher eigentlich immer über 100. Und ich habe gemerkt, immer wenn sie auf 30 droppen, also von 60 auf 30, dann ja, ruckelt's kurz. Ich weiß auch nicht wieso. Ich weiß überhaupt nicht, warum die überhaupt droppen. Also ich habe keine Ahnung. Mein PC fuckt mich momentan ein bisschen ab. Der macht, was er will. Und Evelynn wieder gestorben. Nice. Also ich verstehe nicht, warum man sowas pickt, was man einfach nicht spielen kann. Also ich habe jetzt, wie gesagt, noch keine... Also so eine Evelynn, die einfach 9-0 stand. Ich meine, gut, wann sieht man sowas schon mal? Aber ja, keine Ahnung. Also what the fuck ist los mit diesem Champion, ey? Springt einfach 100 Meter mit ihren Drecksskills. Das ist so unglaublich. Also ich habe bisher echt noch keine einzige gute Evelynn gesehen. Also halt richtig, richtig gut und übelst die krassen Decisions am Maken und was weiß ich noch alles. Also seit halt so ein Jax Jungle 2.0 hat im Endeffekt. Ja, Alter, was ist denn das bitte, Mann? Ich mache zweimal meine E und die ist einfach immer noch direkt vor mir. Das ist eigentlich ein scheiß Witz oder was? Dieses Spiel hat einfach solche Drecks-Champions in sich, das ist unglaublich. Vielleicht hätte ich einfach Anytop spielen sollen. Da hätten wir wieder keinen Tank. Das ist eben das Ding, ne? Evelynn ist halt einfach so ein Kackpick, weil sie null tanky ist. Jetzt macht die wahrscheinlich irgendeinen Gromp oder ich weiß nicht, was die macht. Wo ist die denn? Wo läuft die immer hin? Da ist sie. Die macht echt jedes Mal die Crap. What the fuck? Oh, der Mid-Tower ist fast down. Das Problem ist halt, ich kann die nicht one-on-one. Unmöglich. Nice. Botlane Double Kill. Oh, da war jetzt Evelynn sogar beteiligt. Okay, vielleicht nehme ich es zurück. Ist sie doch nicht so schlecht. Na, aber gut, ich meine, sie ist zweimal gegen Victor gestorben. Also das ist jetzt ja, nicht besonders gut für einen Jungler, wenn er den Midlaner feedet. Also es ist kein besonders guter Jungler, wenn er den Midlaner feedet. Was sie ja einem anscheinend nach gemacht hat. Auch wenn Ramos auch bei den Kills beteiligt war. Auch wenn Ramos auch. Ich liebe meine unverkennbare Logik. Sie hat kein Flash. Ah, fuck! Warum bin ich nicht gleich drauf gegangen, ey? Mit dem Flash ist mir jetzt gerade gekommen. Mist. Ja, die wird eh wieder TP'n. Oder auch nicht. Doch. Warum kommt die jetzt ganken? What the fuck? Achso, die wollte wahrscheinlich den Tower mitmachen. Oh, oder auch nicht. Mhm. Kann ich die jetzt mit Piss stunnen? Oh. Egal, ich geh back. Gibt nichts mehr zu tun hier. So. Dann kaufen wir schon mal Rüstung und dann mache ich dann endlich mal Hydra fertig. Damit es auch mal weg ist. Was habe ich gesagt? Schon Hydra, ne? Ich dachte gerade irgendwie, ich habe was Falsches gesagt. Ja, stimmt ja schon Hydra. Ja, oder halt hier Mart, whatever. Hauptsache, das, die Spitzhacke wird mal ausgebaut. Die ist wieder weg. Ich kann es echt nicht ausstehen, wenn ich weiß, dass der kein TP, kein was. Also er war Full Life und hat gerade erst TP. Also wo ich mir ziemlich sicher bin, er kann eigentlich nirgendwo anders jetzt sofort auftauchen.
Und dann sind sie plötzlich einfach weg und du siehst sie nie wieder. Also die ganken auch nirgendwo, die sind einfach verschwunden. Also das hasse ich, das ist immer das Schlimmste. Weil ich weiß dann immer selbst nicht, was ich jetzt machen soll. Entweder ich bleib top, komm dann wie das letzte Arsch doch rüber, wenn er dann doch irgendwo anders auftaucht, der gegnerische Champ. Weil ich nicht SS gesagt habe. Oder ja, whatever. Oder dann hat er doch TP gehabt, wobei in dem Fall ist es jetzt echt unmöglich, weil sie hat ja echt erst TP. Oh ne, die war... Ne, die hat Golems gemacht. Wir farmen 129 zu 137. Ja, wenigstens kann ich mit Renekton, wie vorhin schon erwähnt, richtig gut farmen. Also jetzt nicht ich, sondern einfach nur der Champion ist Farm-Tutorial hoch 10. Also der ist echt nicht besonders schwierig. Also die Q ist halt so ultra krass. AOE-Damage und übelst viel Schaden und du heißt dich damit noch. Das ist ziemlich die geilste Q im Spiel. Also was Farmen und so angeht. Ihr habt gerade gesehen, dass ihre Q meine E abblockt. Das ist natürlich auch richtig nice. Wieder richtig schön balanced hier, ne? Scheiß OP-Champion. Nice one. Mein Team haut plötzlich die Plays raus. Stand es nicht 0-4 sogar? Wo geht die jetzt schon wieder hin? Bleibt doch einfach mal Top-Lane-Mädel. Wahrscheinlich die Crap machen oder sie läuft ernsthaft zu dem Fight. Das Problem ist, ich bin... lauft weg, bitte lauft weg. Ja, ne, sie ist Midlane. Also dann trotzdem weggehen. Ich habe zwar TP, aber ich bin Half-Life und... Außerdem steht da unten, glaube ich, nirgendwo ein Wort, kann das sein? Doch. Moment, sie ist wieder weg. Ich sollte aufpassen, nicht, dass ich jetzt gefickt werde. Naja. Weißt du aber gar nicht, wie konnten die in der Überzahl sein? Wo ja einer von denen gestorben ist. Das ist egal. Ein Drake ist jetzt nicht so schlimm. Solange wir dann den nächsten bekommen. Weil es immer ziemlich behindert, wenn man... wenn man selbst keinen Drake hat und die Gegner eben schon einen. Also ist egal, wie viele die dann haben. Hauptsache man hat selbst auch einen. Das ist ja, wie alle Welt weiß, der wichtigste. Fuck, ich hätte vielleicht einfach die Minions angreifen sollen. Ey, ohne Scheiß, was ist das, Mann? Die hat hier 1 Boots und ist 10-mal schneller als ich. Das ist echt, also what the fuck, Mann. Ich komme auf diesen Drecks-Champ nicht klar. Vor allem, wenn ich die spiele, ist die so scheiße, wird von allem gewonshottet, weggeburstet. Das kann nicht mal One-on-One gegen den Rammus oder was weiß ich was gewinnen. Ey, und wenn die Gegner die zocken, einfach 5 Milliarden OP, 1000 Punkte auf den Champ-Bewertungsseiten, ey. Tier 1 fucking Drecks-OP Kack-Champs. Ich weiß, das war so ziemlich die sinnvollste Rede, die ich jemals gehalten habe. Die TP-Teil halt einfach wieder auf die Top-Lane, Mann. Ist hier der Tower so wichtig? Ist ja unglaublich. Hm. Der Ward müsste hier oder da stehen. Dann wäre es der perfekte TP. So ist es halt einfach, ja. Weiß nicht, soll ich da TP? Also, ja, so nicht, sonst stunt sie mich einfach. Ich weiß nicht. Also der Top-Tower wird auf jeden Fall down gehen, wenn ich weggehe. Lol. Nice, sie tankt den Tower. Dumme Nuss. Soll sie nur noch töten. Und da ist sie drin. Ja, und da bin ich eventuell auch down. Lol, haut sie das Ulti noch? Ich habe leider selbst keine Ulti. That's the problem. Wie viel gibt denn die mir jetzt eigentlich auf Stufe 2? 400, okay. Nice. Nice one. Keiner von uns ist gestorben. Und wir haben 4 Leute gekillt. Gut, Job. Auch wenn ich keinen Kill bekommen habe, leider. Na, Riven hat 0-1-0, also die hat bisher noch gar nichts gemacht im Spiel und hat auch einen schlechteren Farm als ich. Oh fuck. Wir haben sich ulten und ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Na, wäre ich gestorben. Mist. Hm. Naja. War ja nur ein Heal. Ich meine, er hat Ignite benutzt, also von daher geht's noch. Wäre schlimmer gewesen, wenn ich noch, keine Ahnung, was alles geburnt hätte.
Also mein gut Flash habe ich ja vorher schon benutzt gehabt, aber ja. Jetzt geben wir die Kiste aber trotzdem auf. Und Double Kill für... Ne. Wer hat den anderen bekommen? Ich glaube Victor. Ja, Victor. Hatte vorher nur 3. Ach, diese Hure, ey. Die hat Tier 1 Boots und ist 10-mal schneller. Das ist so unglaublich. Also ich fühle mich da halt echt irgendwie verarscht, weil die geben 25, meine geben 45 Lauftempo und die ist 10-mal schneller als ich. Das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Also wenn natürlich benutzt sie ihre Kack-Gap-Closer-Skills, aber trotzdem. Ich meine, die rennt ja auch schneller. Es kommt ihr wirklich so vor, als würde die auch schneller laufen einfach. Gut, sie hatte schwarze Beile, aber ich meine, sie war ja jetzt gerade nicht im Fight, sie ist weggerannt einfach nur. Und das Ding ist ja, glaube ich, nur eine Sekunde, nachdem du angreifst, bist du da schneller. 2 Sekunden. My bad boys. Irgendwie bin ich komplett alleine, kann das sein? Oh fuck. Dammit. Boah, Alter, what the fuck, man. Der Victor Damage ist zu krass. Na gut, ich hab noch keine Magieresistenz. Oh oh. Naja, tot. Aber die flasht doch noch, sie hatte doch eh ultieren. Oh, das wird glaube ich ein Triple Kill. Oder? Nee, nicht mal. Hä? Was hat die Ulti nicht eingesetzt? Ach, man muss Riven nicht verstehen. Ach, stimmt nicht mal, ich hab sogar Magieresistenz. Ich habe die Boots gekauft, ja stimmt. Ich hab's gar... Jetzt habe ich sogar mehr Magieresistenz. Ich hatte auch vorher schon... Nee, 106 hatte ich, ja. Ja, aber trotzdem, ich hab genauso viel Magieresistenz wie Rüstung. Also. Komisch. Na, ich muss jetzt dann nochmal den Sunfire finishen. Naja, das mit der Tankiness, das kommt schon noch. Das Problem ist halt, dass Nautilus, sage ich schon, dass die Renekton-Ulti nur Leben gibt. Also es ist nicht so wie... Ja, es ist eigentlich genau das Gegenteil von Trundles-Ulti. Also Trundles-Ulti stiehlt Resistenz und die hier gibt nur Leben. Also Trundles-Ulti stiehlt halt, aber ich meine, ansonsten gibt es halt übelst die krassen Resistenzen. Kommt halt darauf an, von wem du stiehlst. Aber ja, ist so ziemlich genau das Gegenteil eigentlich, ja. Also es ist... Ja. Das Gegenstück. Weiß nicht, eine Ulti, wo beides gibt. Ich muss mal kurz überlegen. Das Problem ist, es gibt so viele Champs, man vergisst immer genau den einen, der es dann auch hat. Ich habe leider kein TP. Ja, das ist ein fettes 4-4-0. Bad engage without Renekt. Tja. Ich hab's nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen. Ich sag nur dazu, dass es ein 4 für 0 und kein Drake ist. Naja. Das Krasse ist halt, der Victor hat halt 9-1, also... Das ist schlimm. Echt? Die machen jetzt ernsthaft Baron? Tatsächlich. Und ich kann sie nicht aufhalten. Ich kann überhaupt nichts machen hier. Tja, das war nice, ne? 4 Kills. Drake und Baron geschenkt. War wirklich komplett umsonst. Warum huckt der? Just run away.
wisst schon, dass wir nicht fighten können, oder? Hallo? 9-1 Victor, Riven, einfach wegrennen? Just run away. Ach, come on. Ich habe noch meinen Stun, aber das Problem ist, wenn ich meinen Stun einsetze, werde ich gekillt. Wenn ich dann getauntet werde und dann tot bin. Kommt noch ein Nautilus-Hook. Sterben sogar alle noch, nice. Tja. Das sind die Steps, how to throw a game. Gib denen in Minute 23 4 für 0. Alle Gegner full life. Machen sie Drake, Baron und finishen. Das ist das 1x1 des Lois. Naja. Kann man nichts machen. Wie gesagt, das ist scheiße. Verliere ich ja das erste Spiel in Gold 2. Wie gesagt, ist nie so gut. Aber naja, irgendwie war es klar. Ich meine, ich habe eine Promo gewonnen. What ist hier los? Also ja. Das war eh schon komisch genug. Aber der Victor carried halt übelst. Meint ihr jetzt ernsthaft mich? Was hätte ich beim Baron denn bitte machen sollen? Also das muss mir jetzt echt mein LCS-Spieler erklären, was ich jetzt hätte machen sollen. Komplett untanky, levelmäßig 0 vorne, obwohl ich Solo-Laner bin. Das ist jetzt nicht so gut. Ja. Levelmäßig nicht ahead, also ja, im Endeffekt komplett useless halt. Und überhaupt keine Fähigkeit, die auch nur ansatzweise in Baron stehen könnte. Ich meine, ich habe zwar vorhin gesagt, der Damage von der Kuh ist ganz nice, aber die haben Kalista. Kalista. Kalista und Smite. Ich habe kein Smite und nichts. Also, da muss mir jetzt mal jemand erklären, wie man da 1 gegen 5 Baron stehen soll mit Renekton. Also, Entschuldigung, ja, wirklich jetzt. Das muss mir echt mal ein LCS-Spieler erklären, wie das funktioniert. Oder funktionieren soll, besser gesagt, weil es geht nicht. Außer die sind alle low. Oder man ist gefeedet as fuck, aber da trifft er ja gar nichts zu von den Sachen. Das ist, glaube ich, das ist das 5. Top-Lane-Game in Folge, ne? 2-mal Shen, einmal. Naja, 4. Viertes. Ja, ich habe vorhin noch mal Shen gezockt, das habe ich ja nicht aufgenommen. Deswegen dachte ich jetzt 5. Aber ja, ich habe ziemlich viel Toplane jetzt gespielt und irgendwie geht es mir hart auf die Eier. Ich hasse Toplane. Ich hasse es mit jedem Spiel eigentlich mehr, weil man immer gegen solche Scheiß-Champs zockt. Vladimir, Riven, Jax, das ist schlimm, ey. No one cares? Ganz ehrlich, was machen die da? Was... Um den Red Buff fighten? Seriously? Wir sind übelst behind, haben keinen einzigen Teamfight gewonnen. Und die wollen da den Red Buff contesten, zu 2 gegen 4. Entschuldigung, aber da fehlt's mir einfach hier oben. Wir können das Spiel nicht mehr gewinnen. Außer die machen gravierende Fehler, aber da musst du warten, dass die Fehler machen und nicht selbst einfach weiterfeeden. Oder halt einfach defenden und warten, dass man selbst mehr Gold und Items bekommt und dann probieren, damit noch was anzufangen. Aber indem du den weiterhin Kills schenkst, ist das nicht wirklich, da, nee, das funktioniert nicht wirklich. So kannst du halt kein Spiel gewinnen. Aber Dumbass, Evelyn und Trash sind da anscheinend anderen. Oder Witz, ey, der Kerl wurde 10-mal gestunt und geht einfach nicht down. Scheiß Taunt. Der hat halt einen Dornenpanzer. Das ist ultra schlimm. Ich bin zu low, die Kalista geht mir easy. Oh oh. Easy, einfach so ein Quadra-Kill gemacht, mal so zu. Zum Spaß einfach mal. Ja, das Game ist echt lost. Kannst du nichts machen. Oh. Achso, der ist auch vorher schon mal gestorben. Hat da gar keine einen Tode mehr. Aber trotzdem.
Das ist einfach das, was ich gemeint habe. Sie macht 0 Damage. Okay, gut, die Riven. Wobei, gefeedet stimmt nicht mal. Wo ist die bitte gefeedet? Also 5, 2, 4 finde ich jetzt ist im Midgame jetzt nicht gefeedet. Vor allem als Riven. 12, 3 ist da gefeedet. Und 248 war jetzt auch nicht so krass. Ich meine, ich habe 15 weniger. Ja. Also, echt nicht. Und Evelynn einfach komplett useless. Weil es ist halt weder Tank noch Damage wirklich ist. Also Damage vielleicht schon, aber es bringt die halt einfach nichts. Nur Damage, das ist wie Rengar. Das ist einfach, der kann vielleicht den AD Carry 1-on-1 killen oder catchen. Und ansonsten kann er nichts machen. Im Teamfight einfach komplett useless, weil er sofort in einer Sekunde tot ist. Und davor halt einfach nichts machen kann. Das verstehe ich halt nicht, warum man sowas pickt. Außer wenn man halt ultra gut dabei drauf ist. Aber ich meine, das ist sie allem anscheinend noch nicht. Ja, weil sonst hätte sie ja nicht 3-7 oder so vorhin gehabt. Ich weiß es gerade ja nicht mehr, wie viel sie hatte. Ich weiß gar nicht, wer die ganzen Kills bekommt. Lol. Warum gehen die rein? Oh, gee. Und da hat sie wieder einen Kill bekommen. Also ziemlich der krasseste Abstauber, den ich jemals gesehen habe. Und ich krieg nicht mal den scheiß Nautilus. Ist das real? Und da ist vorbei. Was ist nicht Ari? Alter. Warum engagen die? Ich verstehe nicht, wieso man immer engagen will. Na gut, ich wusste jetzt auch nicht, dass da Ramos und Nautilus sind. Es hätte schon sein können, dass der da echt allein ist, aber... Es ist einfach behindert, ja. Also zu Recht verloren, schlechtes Spiel. Ich habe verloren. Riven, sein elendiger Scheiß-Champ. Wobei, ich habe sie nicht gefeedet, muss man sagen. Ich habe sie nicht gefeedet und noch genauso gut gefahren. Aber ja. Ansonsten hat er einfach komplett verloren. Kalista auch gefeedet bis zum Gegner jetzt am Ende noch. Vor allem ziemlich guten Farm und der Wicked war halt einfach, ey. Aber da muss man schon sagen, was Evelynns schuld war. Die hat ihm ja im Early Game 2 Kills gegeben als Jungler. Und Ari hat auch nochmal gekillt. Also wie gesagt, Ramos war jedes Mal beteiligt, aber trotzdem, also du kannst als Jungler nicht einfach so zur Midlane gehen und ihm sagen, hier, nimm meine 600 Gold oder 700 Gold mit First Blood noch, damit du auch unbedingt deine Lane gewinnst. Also Evelynn einfach kompletter Fail. Und ich verstehe nicht, warum pickt man sowas? Also entweder Tanky Jungle oder dann wenigstens halt wirklich ein Rengar, wo halt wirklich auch den, wo du weißt, der kann AD Carry bam bam one-hitten, wenn du gut bist. Ja, ich meine, die meisten Rengars sind richtig scheiße in Gold und Silber. Oder auch Platin. Platin spielt auch oft genug mit bei meinen Spielen. Aber ja, trotzdem ist es einfach scheiße, Evelynn. Also keine Ahnung. Also ich finde die echt nicht gut. Und bisher, wie gesagt, noch keine gute gesehen. Und die wird möglich momentan fast jedes Game gepickt. Und immer bei mir im Team natürlich. Immer bei mir. Die Full-Tank-Jungler mit Dornpanzer, die sind immer bei den Gegnern. Die sind immer bei den Gegnern. Naja. Auf jeden Fall trotzdem danke fürs Einschalten. Macht's gut, rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.